Hallo, mein Lieben, und ein ganz herzliches Willkommen zurück auf meinem Kanal und zu einem neuen Video von mir. Ich wurde wieder gefragt, beziehungsweise er wurde mir vorgeworfen, warum ich so viele Videos hochlade. Und statt dass es weniger wird, wird es ja immer mehr. Und darauf würde ich gerne mal antworten. Vielleicht interessiert das den einen oder anderen. Ich jedenfalls habe Lust dazu, euch zu erklären. Ich meine, ich mache das ja schon in den Vlogs immer, aber trotzdem würde ich das hier auf diesem Format auch noch einmal so erklären, weil das könnte den einen oder anderen schon ein wenig verwundern. Es ist ja wirklich viel geworden, das gebe ich ja zu, ne? Aber trotzdem macht es mir Spaß und das ist eigentlich auch so der Hauptgrund, warum ich das mache. Es ist wirklich der Hauptgrund. Ich mache das, weil ich Lust dazu habe. Guck mal, ich habe doch hier in Alanya genug Zeit für solche Dinge. Ja, wenn ich zu Hause bin, beziehungsweise in Deutschland bin, dann hat man natürlich naturgemäß so viel Zeit gar nicht dafür. Also ich habe ja dort eine große Familie, Alhamdulillah. Man beschäftigt sich ja doch mit den Menschen, mit denen man dann da auch zusammenlebt. Ja, es ist immer ein Trubel, immer rein und raus und viel Arbeit, großes Haus, großer Garten, und dann das Dorfleben ab und zu, dann nochmal bei den Kindern und die Kinder kommen zu uns, dann wird ja gekocht. Also ich bin ja auch so ein Muttertier. Wenn jemand zu uns kommt, wird immer Essen gekocht. Das gehört dazu. Da anschließend gibt es Tee und Süßigkeiten und dann wird gebacken und hier und da der Mann und dies und das. Also man muss dann einkaufen gehen, das gehört ja auch immer noch dazu. Dann alles einräumen, alles ausräumen. Ihr kennt das ja, sauber machen. Je mehr Personen im Haus leben, desto schmutziger wird das ja logischerweise. Man kümmert sich um die Probleme der Kinder, die natürlich schon erwachsen sind, aber trotzdem, man unterhält sich, man setzt sich hin, oft ist die Kamera nicht dabei, kann man auch gar nicht sehr viel Privates, was besprochen wird, ja. Und ihr wisst ja auch, meine Familie ist nicht so gerne auch mit präsent. Einige schon, die wollen unbedingt rein, das möchte ich aber nicht. Und insofern ist die Zeit ja gar nicht da, Videos zu drehen. Das muss man einfach, so, ich mache das Fenster auch mal, da kann man ein bisschen rausgucken, ne? Ist die Zeit auch einfach gar nicht da. Ja, man möchte gerne, aber man hat ja nun mal nur 24 Stunden. Und da läuft das alles, die Stunden, die Uhr, die ist sofort abends 8 Uhr und ist alles vorbei und dann kann man kaum noch drehen. Hinzu kommt auch, dass natürlich in Hamburg, Hamburg ist auch eine schöne Stadt. Sicher, ich habe immer gesagt, Hamburg ist die schönste Stadt der Welt. Es ist auch, meiner Meinung nach auch immer noch, aber es revidiert sich natürlich. Es gibt auch andere schöne Plätzchen, wie hier in Alanya zum Beispiel. Und ich finde, ich bin ja jetzt noch relativ neu hier, ne? Also ich bin ja jetzt erst so 4, 5 Jahre in Alanya. Und da hat man natürlich noch so, bitte, da ist man noch so ein bisschen frisch, ja. Also man ist noch nicht so richtig heimisch geworden. Während Hamburg ist meine Heimatstadt. Ich bin da groß geworden und für mich ist gefühlt jedes Plätzchen schon so normal geworden, dass ich gar nicht auf die Idee komme, dass jemand anderes vielleicht meine Heimatstadt auch so interessieren könnte. Würde ich jetzt allerdings in Hamburg leben und würde ich da sein, würde ich viel mehr an die Alster gehen, würde viel mehr in der Innenstadt aufnehmen, würde, weiß ich nicht, auch da viele Dinge mit euch am Hafen und so, ist ja richtig viel, kann man da ja auch filmen. Ist mir damals auch vielleicht gar nicht so eingefallen, aber ich glaube, ich habe die Zeit auch einfach gar nicht dafür. Ja, man ist ja doch Mama, ne? Ihr kennt das bestimmt auch. Wenn man zu Hause ist, dann wird gekocht, geputzt, gemacht, getan und da bleibt einfach gar nicht die Zeit, so große Aktivitäten zu machen. Hier jedoch ist das ja ganz anders. Ich habe hier ganz viel Zeit. Ich kann alles, was in meinem Kopf sich an Fantasieblüten entwickelt, nachgeben. Ich kann das mit euch teilen. Ich kann das euch präsentieren. Das Problem an der Sache ist immer nur, dass mir schnell bei solchen Dingen langweilig wird und dass ich immer wieder neue Sachen suche und das Alte dann aufgebe und dann wieder irgendwas ganz anderes mache. Das kann für euch zum Vorteil, aber auch zum Nachteil gereichen, dass man sagt, okay, ich habe jetzt keinen Bock mehr, ne? Und dann höre ich wieder auf damit. Aber im Moment, und ich gebe eigentlich gerne meinen Blüten nach, meinen Fantasieblüten und mache das erstmal und lebe das erstmal aus. Im Moment, wie gesagt, ich habe die Zeit dazu. Ich kann spazieren gehen und kann überall aufnehmen und kann auch aufnehmen, ohne dass ich
jemanden an meiner Seite habe, wenn ich meine Kinder an meiner Seite habe oder meinen Mann oder wen auch immer, dann unterhält man sich ja auch. Man lebt ja auch sein Leben. Und da sind dann noch viele Dinge, die natürlich privat sind. Man will auch nicht ständig die Kamera anmachen. Mache ich ja schon viel, ne? Auch wenn die Kinder da sind, wenn mein Mann da ist. Und das ist ja auch schon mal sehr anstrengend. Das stresst mich auch, weil man ja doch sehr aufpassen muss, dass da keine Dinge reinkommen, die öffentlich werden, von denen man, wenn man so viel mit der Kamera arbeitet wie ich, das merkst du ja gar nicht mehr. Du hast die Kamera einfach an und lässt sie laufen und wups, kommen da Dinge ins Spiel oder wird was gesprochen, wo du dann nachher denkst, das hätte niemals in die Öffentlichkeit gewollt, ja, wenn man über irgendwas gesprochen hat, was man so nicht teilen wollte. Und das ist dann mega anstrengend, macht sehr viel Stress auch bei mir. Aber jetzt, wo ich dann alleine unterwegs bin, ich rede ja nicht, die einzigen Personen, mit denen ich mich unterhalte, seid ihr. Und da weiß ich ja natürlich, dass ich da nur über Dinge rede mit euch, die ihr auch wissen dürft. Und insofern, für mich ist das jetzt gerade ein richtig relaxtes Aufnehmen. Jedoch, wenn jemand in meiner Umgebung ist und ich dann YouTube mache, das ist wirklich Stress. Das ist auch Überwindung, weil ich es nicht gerne mache, wenn jemand da ist. Ja, das wisst ihr, ich drehe nicht gerne Videos, wenn jemand mir dabei zuhört von meinen Verwandten, auch wenn es vielleicht paradox klingt. Ja, du redest mit so viel Tausenden von Leuten, die deine Sachen gucken, aber du möchtest das nicht. Und deine Verwandtschaft, das, ja, weil das sind eben die liebsten Leute, die ich um mich habe, und da schäme ich mich ein bisschen. Das muss ich halt so akzeptieren. Das war schon immer so. Es wird wahrscheinlich auch immer so bleiben. Und je mehr die Leute, mit denen ich das mache oder die dabei sind, wenn ich es mache, es nicht mögen, ja, dass ich das mache, desto mehr werde ich natürlich empfindlicher, wenn ich drehe, ja. Und insofern, so ist es richtig stressfrei. Ich kann überall die Kamera anmachen, wo ich Bock drauf habe. Ja, ich kann mich mit euch unterhalten. Das ist ja auch eine Art von Beschäftigungstherapie in Form von, ich laufe den Berg nicht stumm runter, sondern ich unterhalte mich quasi mit einer guten Freundin. Ja, ihr seid für mich wie eine Freundin, mit der man sich unterhält. Ja, das müsst ihr einfach so sehen, so akzeptieren, auch wenn es vielleicht viele von meinen Hatern nicht so gern hören. Aber es ist halt so, ja. Dieses Handy ist für mich jetzt quasi unbekannterweise eine Freundin, ja, auch wenn das ein bisschen Mischugge klingt, ne? und mit der unterhalte ich mich eben, wenn ich, wie auch jetzt, ja, ich habe mein Handy in der Hand und unterhalte mich mit einem schwarzen Kasten, auch wenn ich natürlich weiß, dass es nachher viele lebendige Menschen erreichen wird. Aber erstmal ist es ja so, dass es ein toter Gegenstand ist und ich habe ein Selbstgespräch, was ich hier führe, was übrigens auch viele dann überdenken, ne? dass man da ja auch nicht ganz dicht ist, wenn man da mit sich selbst, man sieht das ja, dass ich mich mit mir selber unterhalte in der Kamera, wenn das jemand jetzt hier hinten sehen würde, ne? Auf jeden Fall wollte ich damit sagen, es ist für mich im Moment etwas, was mir Freude macht, nicht immer, das muss ich zugeben, die Freude wird weniger, manchmal ist es auch Stress, weil ich mir selber den Stress mache. Ich denke mir, wenn du das so angefangen hast, dann sollte es auch regelmäßig weitergehen. Also ich bin ja jemand, der sehr zuverlässig ist, auch was seine Abmachung mit sich selbst betrifft. Also wenn ich mir sage, ich möchte jede Stunde, im Moment ist es ja so, dass ich fast jede Stunde schon ein Video hochlade, möchte das gerne so beibehalten, dann mache ich mir auch den Stress und möchte das dann auch weiter so machen. Ja, eigentlich weniger für andere oder für irgendetwas, sondern weil es eben so eine Abmachung mit mir selber ist. Es klingt ein bisschen blöd oder klingt ein bisschen eigenartig, ist aber so. Ja, ich bin halt so ein Mensch. Und insofern macht es mir manchmal Stress. Und dieser Stress, wenn, so wie ich merke, dass das ein Stresslevel produziert, gehen die Alarmglocken in mir hoch und dann sträubt sich irgendwas in mir und sagt dann, hör auf damit. Ja, warum machst du Dinge, die dich stressen? Dann kommen aber auch wieder Augenblicke, wo es wirklich sehr entspannt ist, seine Probleme und seinen Alltag verbal, und nichts anderes ist es ja, wie in einem Tagebuch preiszugeben. Also egal, was ich denke und egal, was ich mache und egal, was ich tue und sage und wie auch immer, ist ja immer in einem verbalen Austausch, wie mit einem Tagebuch quasi, was du schreibst, obwohl das nochmal was anderes ist. Denn denke, wenn man etwas schreibt, ja, und nicht nur diktiert, wie man das ja oft macht, gerade im
In der heutigen Zeit schreiben ja nur noch so wenige Menschen irgendetwas auf, ja. Briefe, Tagebuch oder Notizen oder so. Das wird ja alles per Sprachnotiz festgehalten. Ich denke immer noch, ich bin ja noch so alte Schule, wenn du das aufschreibst, verfestigt sich das auch in deinem Gehirn. Ja, wenn man lernt oder so, ist der Lerneffekt meiner Meinung nach viel höher, wenn man das wirklich mit der Hand aufschreibt. Aber es ist auch der Heilungsprozess eventueller Problematiken, die sich im Leben darstellen, sehr viel effektiver an der Lösung zu arbeiten, wenn man es aufschreibt. Nur das kann ich gar nicht, da habe ich gar keine Zeit zu, weil ich eben so viel arbeite. Es ist Arbeit, letztendlich ist es Arbeit, ja, auch wenn man es sich selbst produziert oder selbst möchte. Einen Schluck Kaffee trinken hier. Deswegen ist alle, ne? Ich muss heute wieder runter ins Rossmann oder Metro und Kaffee kaufen. Und Mikro ist nicht Metro. Ja, und daher mache ich das. Ja, deswegen drehe ich so viele Videos. Im Moment ist es jede Stunde ein Video, fast jede Stunde. Das kommt halt immer noch mal so ein bisschen darauf an, wie viel ich vorher produziert habe. Da mache ich mir dann aber auch nicht so den Druck. Ja, wenn es eben dann mal um eine Stunde kein Video gibt, ist das auch nicht schlimm. Natürlich ist das nicht schlimm, aber ich möchte das halt gerne im Moment so machen, ja. Und dass das, wie gesagt, nicht auf Dauer der Fall sein kann, das ist mir klar. Es ist sowieso jetzt schon so, dass dieses Stresssyndrom aufgetreten ist. Gerade heute Morgen zum Beispiel. Ich habe gar keine Lust gehabt, auch überhaupt nur irgendetwas zu drehen. Habe mir tatsächlich überlegt, hör mal, jetzt hörst du erstmal auf wieder. Ne? Und diese Gedanken sind mir heute Morgen wirklich in den Kopf gekommen. Und habe mir dann aber natürlich wieder meine Abmachung hervorgezogen mit mir selber und habe gesagt, ich mache das trotzdem im Moment weiter. Entweder höre ich ganz auf oder ich ändere meine Abmachung mit mir selbst, ja, dass ich dann wieder weniger mache. Naja, jedenfalls möchte ich im Moment das nochmal so weitermachen. Das ist ja erst seit einer Woche, glaube ich, so, dass ich jede Woche dass ich jede Stunde ein Video hochlade. Und die Shorts kommen auch noch dazu, das darf man auch nicht unterschätzen. Auch die Shorts sind viel Arbeit. Insofern, ja, mal gucken. Schauen wir mal, wie das so weitergeht. Ich bin selbst gespannt mit mir und wie das. Hat die eigentlich ein bisschen verschwommen hier oder was? Nee. Bin selbst gespannt immer, was ich mir für komische Dinge ausdenke. Glaubt mir wirklich, das ist bei mir ganz spontan und ganz. Das mache ich dann einfach, ja. Denke da gar nicht so drüber nach. Und ich bin auch nicht so ein Mensch, der plant. Ich glaube, das kann man in meinem Leben, wenn ihr mir ständig folgt, auch feststellen. Ich plane sowas nicht, ja. Und ich habe auch meistens keinen Kalkül dahinter, sondern ich mache das einfach, ja. Und dann gucke ich mal, was passiert. Learning by doing. Und solange das Spaß macht und solange man sich selbst damit nicht stresst, was leider manchmal der Fall ist, weil ich, wie gesagt, meine Abmachung mit mir selbst steht mir da im Weg. Dann ist das ja in Ordnung. Und der größte Teil meiner Zeit, die ich damit verbringe, ist ja okay. Ja, es ist jetzt nicht das Nonplusultra mehr, was vielleicht am Anfang war, weil, wie gesagt, mir Dinge sehr schnell langweilig werden. Ich suche dann neue Herausforderungen und im Moment ist alles ausgelutscht. Also ich weiß, das ist, kann ich einfach. Ja, auch wenn man viele jetzt sagen, oh nee, du kannst gar nichts. Weil ganz im Gegenteil, aber das, was ich eben nicht kann und zeige, das ist ja auch etwas, ja, weil es gucken sich ja Menschen an und es ist ja auch etwas, was im Internet steht und was ich mir immer wieder angucken kann. Darum geht es ja hauptsächlich. Aber ich möchte so gerne jetzt, ihr wisst es, was ich möchte. Ich möchte so gerne meinen Bauernhof aufbauen. Im Moment muss ich da aber noch abwarten. Hatte ich ja erzählt, dass ich, weil es hier so platzmäßig ein bisschen knifflig ist, alles, da müssen wir mal gucken. Würde mich da gerne voll reinhängen in in dieses Vorhaben, inshallah. Wenn das der Fall ist, glaube ich sowieso, dass ich überhaupt gar keine Zeit mehr habe, ständig. Da müsste ich meine Kamera ja um meine Brust hängen, damit mir dann immer zugucken kannst. Vielleicht mache ich das sogar, ist auch eine gute Idee. Aber im Moment, wie gesagt, habe ich noch die Zeit. Ich habe nicht mehr wirklich so viel Lust dazu, aber ich mache es noch weiter und ja, ich finde das auch in Ordnung. Ja, also, weil es ist ja nichts Verwerfliches daran, das so zu tun. Das machen ja Hunderttausende von Menschen. Es gibt übrigens sehr viele Menschen, die ständig Videos ins Internet stellen. Das machen nicht
die Allgemeinheit, das macht nicht die Mehrzahl, aber es machen sehr viele Menschen, ja, die haben ihr ganzes Leben quasi online, ja, und ich, wenn man damit touché ist und wenn man da sagt, okay, das kann man machen, dazu bin ich noch nicht so, dass ich jetzt alles ins Internet stelle, ihr seht ja meistens nur so 2 Stunden Vlog in meinem Leben, und das ist ja auch schon viel zusammengeschnitten, also ein paar Ausschnitte aus dem ganzen Tag, aber es ist ja noch lange nicht 12 Stunden oder 13, 14, 15 Stunden in meinem Leben. Aber das machen tatsächlich auch sehr viele, ne? Und die erstellen ständig Content, wird ständig reingestellt ins Internet. Ganz so weit bin ich ja nicht, aber ich bin da schon ganz gut mit dabei und ich finde das in Ordnung so. Klar, wie gesagt, es ist nichts, wo man sich Sorgen um mich machen muss und es ist auch nichts, wo ich sage, das ist auf Dauer etwas, aber im Moment mache ich das. Mal schauen, wo es hingeht. Ich bin auch schon an neuen Videoideen am Überlegen. Wie gesagt, mir wird schnell langweilig. Ja, also immer das Gleiche. Ich suche immer neue Herausforderungen und guck mal, was man da so machen kann. Ich hatte kurzfristig auch überlegt, meine Parallelkanäle wieder zu aktivieren, aber das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer, weil da muss ich ständig auch auf den Kanälen hin und her switchen und allein das macht mir wahnsinnig viel. Dafür brauche ich eigentlich 2 Handys. Weil mit dem einen Handy, das ist mega viel Arbeit. Ihr müsst euch das so vorstellen, dass man ja, wenn du 2 YouTube-Kanäle hast, ich habe ja 3 insgesamt, wenn du die, wenn du da immer hin und her switcht, du lädst ein Video hoch und dann musst du es auch auf dem Kanal, musst du da bleiben mit deinem Handy auf dem Kanal, damit das hochladen kann. Wechselst du dir in den Kanälen rum mit dem gleichen Handy, ja, gehe ich dann wieder auf Wolfsmama zurück von Finanzakademie zum Beispiel, dann bricht der Upload auf der Finanzakademie ab. Ja, und das heißt, ich müsste dann, mein Handy ist dann besetzt quasi, bis der Upload fertig ist. Das dauert unter Umständen 1 Stunde, ja. Und dann kann ich in der Zeit meine anderen Videos auf Wolfsmama nicht hochladen. Von Beauty Over 50 mal ganz zu schweigen. Das ist eine wahnsinnige Hetzerei. Ich brauche eigentlich für jeden Kanal ein eigenes Handy. Und das ist nur wirklich Quatsch. Ne? Aber naja, gut. So ist das halt, denn ich nehme nur mit dem Handy auf. Alles andere ist für mich unmöglich. Ja? Wenn ich eine Kamera habe, das nimmt so viel Zeit in Anspruch, dann kann ich diese Videos nicht alle drehen, die ich mache. Und das möchte ich aber. Ja, ich möchte YouTube so machen, wie ich es mache. Alles andere, was andere machen, möchte ich gar nicht. Ja, also das ist für mich viel zu wenig. Ja, alles, was ich mache, ist bei mir in Masse. Alles, was ich mache, ist sehr viel. Auch wenn es nicht perfekt ist, vielleicht gar nicht perfekt oder sehr ungeordnet auch aussieht. Aber das ist das, was ich mache und was ich machen möchte. Das andere ist mir viel zu sauber, ist mir viel zu ordentlich und ist mir viel zu Mainstream. Ja, es macht jeder so und ich tanze gern aus der Reihe. Habe ich schon immer gern gemacht und insofern, ja. Meine Lieben, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich habe ein bisschen was transportieren können von meinen Ideen. Wenn das der Fall ist, würde mich das richtig freuen. Vielen Dank und bis bald. Tschüss.